Nein! Gas! Run. Yo Leute, was geht ab? Willkommen auf dem Brandlich! Oh Mann, alle Lenker, wie war so in Tod? Ich bin überholt, Alter! Also, Leute, heute geht's mal um ein ganz spezielles Thema. Leider nicht. So, und zwar hat mich jemand mal gefragt, wie ich denn dazu stehe. Wer hat dich denn gefragt? Der Schwemmi hat der geheißen. Der Schwemmi. Und der hat gesagt, der hat gefragt, wie ist denn. Hallo? Ja, guten Tag. Achso, bist du noch da. wie es denn aussieht, muss man denn, wenn man die Supermoto fährt, muss man Wheelies können oder nicht? Eine ganz ausgezeichnete Frage. Also, wenn ich jetzt von mir ausgehe, als Supermotofahrer, man wird da schon so reingelebt, wenn man eine Sumo kauft, durch den YouTube-Einfluss heutzutage. Ja, stimmt. Kennt ja jeder gewisse YouTuber in Richtung Grenzgänger. Kenny, David, Curly, und die machen alle nur Wheelies. Wirklich, die fahren alle nur auf dem Hinterrad rum. Dann hat man natürlich Bock, das zu probieren. Und so kommt man da ganz, so kommt man da ganz easy rein. Dann mit A2-Moped ist ja auch easy. Zweiter, dritter Gang geht die locker hoch. Und ja, man muss es nicht machen. Ich finde es viel wichtiger, dass man auch gescheit Kurven fahren kann. Außen anfahren, Scheitelpunkt, raus beschleunigen, das Ganze ist auch sehr wichtig. Und auf jeden Fall musst du keine Wheelies fahren. Das ist kein Muss als Sumo-Fahrer. Ich habe dazu auch mein Video gesehen vom Joker, Motovlogs oder Joker Vlogs. Ja. Der hat ja auch erwähnt gehabt, dass er ja damals jetzt, der hat ja seine SMCR verkauft. Und er ja auch gesagt hat, dass er auf die ganze Szene ja nicht mehr so viel Bock hat. Weil jeder ja meint, er muss Kennzeichen schleifen und so weiter. Und klar, es ist natürlich cool, wenn man das kann und wenn man sich das traut, aber ich finde, das muss ja nicht sein. Ich verstehe nicht, also ich verstehe teilweise seine Argumentation mit denen, dass man, wenn man auf Miet geht und keine Kennzeichen schleift, dass man, wenn man dann sogar schon blöd angemacht wird oder blöd angeschaut wird, ich weiß ja nicht, ich gehe auch nie auf so Miets, aber wenn es wirklich so ist, dass man dann sogar da so blöd angeguckt wird, du kannst keine Wheelies oder halt irgendwie ausgelacht wird oder belächelt wird, Alter, dann denke ich mir so, hä, was ist da eigentlich los? Komplett lächerlich. Ja, genau, also eigentlich sollten wir die Motorradfahrer ja zusammenhalten und nicht... Das sind die, wo mit dem größten Angstreifen rumheizen und sich nicht getrauen, in eine Kurve zu fahren. Keine Ahnung, ich finde, man muss keine Wheelies können, aber wenn man zum Beispiel jetzt gerade so eine 701 oder so kauft, dann ist irgendwie das mit den Wheelies, man wird irgendwie... so verleitet dazu, einfach Wheelies zu machen. Und du kennst es ja auch, keine Ahnung, man steigt drauf und man will sofort Wheelies machen. Das ist, erstmal warm fahren. Ja, natürlich warm fahren. Servus. Und ich könnte mir persönlich kein Motorradfahren ohne Wheelies vorstellen. Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, wenn ich jetzt keine Wheelies mehr fahren dürfte oder könnte, langweilig. Ja, dann würde ich echt gar nicht mehr, glaube ich, Motorrad fahren. Und dann würde ich auf die Rennstrecke gehen. Ja, und auch wenn ich nicht der beste Wheelie-Fahrer bin, gebe ich ja ganz ehrlich zu. Aber ich brauche das auch nicht irgendwie, mich zu beweisen, dass ich einfach der heftigste Ficker bin, nur weil ich kranke Wheelies fahre. Ja. Macht das, was ihr Bock habt und nicht, weil andere das cool finden. Wenn andere cool sagen, hey, mach mal jetzt Wheelies, Alter, du hast so eine Maschine, jetzt mach das auch. Ey, da kann man echt drauf scheißen. Ja, respektiert einfach die Meinung anderer. Ja, ist so. Ja, es gibt ja auch Leute, die fahren mit so Supermotos auch, fahren da auch ganz normale Touren. Was ich zwar irgendwie teilweise nachvollziehen kann, weil es in Kurven einfach ultra geil ist. So eine Supermoto in Kurven ist ja traumhaft. Aber halt irgendwie das Unruhige, ich habe es jetzt gerade schon gemerkt nach Freiburg, wenn wir da so 3 Stunden unterwegs sind. Boah, Alter, mir tut der Arsch echt weh. Also ich bin jetzt ehrlich auch mal froh, dass wir dann jetzt bald mal wieder zu Hause sind. Und ja, also tourenmäßig brauche ich jetzt nicht unbedingt jetzt eine Supermoto oder klar, die machen ja auch nicht großteils dann Wheelies, aber du kannst dann Wheelies machen, musst du aber nicht machen. Und naja. Ich habe die Videos ab 14 gefeiert auf YouTube von Supermoto-Fahrern. Ja, ist so, ja.
jeden Tag nach der Schule Videos geschaut. Ja, immer auf den Drop vom Curly gewartet. Ja, aber voll viele Videos gerade zur Zeit auf YouTube sind halt, bestehen halt dann nur noch aus Wheelies. Und dann denke ich mir ja, so, das ist stressig. Ich will doch auch mal eine geile Landschaft sehen oder... Kurvenballern. Ja, genau. Es kommt so wenig jetzt nur noch vor, weil jeder irgendwie meint, der muss hier der größte Stunt... Ja, Instagram Stunt Rider. Ja, ja, genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Kannst du ja vielleicht sagen, wie du so, wie bist denn du zu Wheelies gekommen? Wie bist du da? Weil wir fahren jetzt ja doch schon ein bisschen länger wie manche anderen. Oder? Wir fahren jetzt schon, ja, wir fahren. Also da waren die auf jeden Fall noch nicht so bekannt, David Boss. Da hatte der, wo wir angefangen haben, Wheelies zu machen, da hatte der glaube ich 10.000 Abonnenten oder sowas. Ja. Ja, David Boss und so. Ah ja, genau, okay. Ja. Also ja. Da waren die noch ziemlich klein, also da gab es außer Quelli irgendwie noch nicht so viel Content von anderen. Ja gut. Ja, bei mir durch die, ich bin früher schon Motocross auf dem Acker gefahren, halt ganz entspannt, wenn der Mais gemäht wurde. Und dann hat man auch eine gewisse Kontrolle über das Motorrad. Also nicht so Schiss, wenn man 6 schmeißt, wenn man schon oft genug auf die Fresse geflogen ist. Dann in 225er Zeit hat man sich immer gedacht, Alter, das geht nicht, die Wheelies funktionieren nicht. Boah, halt schon mal. Doch mal einen. Nochmal einen. Und, einfach WO4C. Und dann hat man halt versucht, erster Gang, Vollgas, geht nicht, okay, was macht man dann? Ja, Kupplung spicken lassen, damit die Kraftübertragung gleich da ist und dann spickt sie hoch vorne. Und dann weiß man nicht, ja, wie regelt man das jetzt? Und ja, dann gab es gewisse YouTuber, der Justin hat es gemacht. Justin, die waren damals auch, wie hieß denn die Crew von denen, Insane Riders oder so. Lass mal geradeaus noch. Ja. Ja, und der hat dann mit der Yamaha WR125X ein Wheelie Tutorial gemacht, wo er Ewigkeiten auf dem Hinterrad fährt. Was, der Justin? Genau, der hat damals eine WR gehabt. Gar nicht. Insane Riders hieß die, glaub. Okay. Auch schon am Stahlberg oben. Toll. Und ja. Krass. Hat auch das letzte Mal drüber geredet in seinem Video. Ach, okay. Ja, und dann hat man das versucht. Und dann mit der A2-Zeit, ja natürlich, geht das Ganze viel einfacher. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, ich habe mir da auch keinen Stress gemacht. Und keine Ahnung, du ich hast halt damals gar keine Wheelies gemacht. Ja, die Maschine hatte ich einen Monat. Ja. Und du sagst, so mach jetzt Wheelies. Echt so, was ist mit dir los? Du fährst jetzt ins Leer, mach kein Wheelies. Ja, ja. Lol. Ja, ich keine Ahnung, ich habe mir dann einfach auch ohne Druck einfach immer wieder mal ein bisschen das Vorderrad gelupft und kommt dann von alleine, aber es hat auch niemand zu mir jetzt gesagt, hey, du machst keine Wheelies, lacht mich aus oder so, keine Ahnung. Ja, aber ich denke mir halt so, lass die Leute reden, scheiß auf das, mach das, was du Bock hast. Und ja, das ist so unsere Geschichte dazu, unsere Meinung dazu. Und ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Zum Schluss könnten wir jetzt ja noch Wheelies so nebeneinander machen. Sollen wir das? Wenn er gerade kommt. Jo Leute, heute mache ich mal die Abmoderation. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ich auch mal beim Domi dabei war und ich sage nur noch eins. Gedei! Moin! Sind ihr nicht? Jo Leute, danke fürs Zuschauen, heute mache ich die Abmoderation. Wir sehen uns im nächsten Video! Haut rein, bis zum nächsten Mal Leute! Tschüss! Leider, wie geil! Was ist denn euch?